Community CW. So, am 22.10. machen wir das, glaube ich. 1, 2, 3, 4. So, jetzt 5. Dann muss man weitermachen. 6. Nee, erstmal 5. Boah, das ist schon nervig, oder? Bei vielen Clans sehe ich, dass genauso die CWs vorbereitet werden. Und da kann sich dann jeder eintragen, die Liste wird kopiert und dann kopieren zwei gleichzeitig. Das ist doch eigentlich totaler Schwachsinn. Eins sage ich euch, das geht definitiv einfacher und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Viele kennen das, sie wollen einen Community-CW starten, 50 Mann einladen, Freunde, Bekannte, was weiß ich, alle mit dabei. Und wie gesagt, in Discord macht man natürlich dann Listen, Excel-Listen und. Und eins kann ich euch sagen, das geht definitiv wesentlich einfacher und das wollen wir uns mal angucken. Dafür müssen wir natürlich Discord installiert haben. Wir brauchen den Administrator von Discord, das ist jetzt nichts Kompliziertes. Und dann schauen wir uns einfach mal an, auf welche Seite wir da gehen müssen und wie schnell wir da so einen Bot drin haben, der uns genau das macht, was wir machen wollen, ohne dass wir hier großen Aufwand haben. Also, jetzt gehen wir erstmal, wie gesagt, in den Browser rein. Alles, was wir dafür machen müssen, ihr seht, ihr gebt bei Google ein SESH Discord Bot. S-E-S-H. Discord Bot. Mehr nicht, ganz einfach. Und dann drückt ihr hier auf SESH.fi. Dann wartet ihr einen kleinen Moment und dann müsst ihr euch mit einfach nur Add to Discord draufklicken, einen kleinen Moment warten. Jetzt müsst ihr hier natürlich ganz easy einfach nur euch mit Discord verbinden. Und was macht ihr dafür? Ist doch ganz einfach. Ihr öffnet auf eurem Handy Discord, geht dort unten auf Einstellungen und dann könnt ihr ganz unten QR-Code scannen machen. Und dann scannt ihr das ganz einfach ein und im Normalfall funktioniert das. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt gerade aufnehme, dann funktioniert das nicht. Deswegen gebe ich jetzt da mal meine E-Mail-Adresse ein und mein Passwort. Und wenn ich mich angemeldet habe, dann bin ich gleich wieder hier. Hat natürlich bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert als bei euch. Also, mehr ist es gar nicht. Ihr meldet euch da an und dann sagt der Fakte schon hier, Clash Goan, auf welchen Server willst du das machen? Auf den zwei Servern bin ich Administrator. Deswegen kann ich das da hinzufügen. Ich will das natürlich hier auf meinem haben. Sag weiter. Er kriegt alle Berechtigungen, sonst funktioniert der Bot nicht. Mehr ist es nicht. Ich sage autorisieren, autorisiert. Und das heißt, wir haben den jetzt schon drüben auf unserem Discord-Server. Und da schauen wir uns jetzt mal an, genau was der machen kann. Wie sieht das überhaupt aus, was der da macht? Hilft mir das wirklich? Ganz easy, es ist nicht kompliziert. Keine Angst, wir springen rüber zu Discord. Und da sehen wir dann, wie wir dann 50 Mann ganz easy da in die Liste reinbekommen. Wir sind jetzt wieder in meinem Discord-Server. Ihr seht, der Link ist unten. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach über Discord. Da bin ich so gut wie immer erreichbar. Ihr seht, jetzt habe ich hier extra eine Ecke angelegt hier mit Community-CW. Und jetzt muss ich hier irgendwie meinen CW reinbekommen. Ganz einfach. Ihr nehmt einfach Ausrufezeichen. Create. Create wird das geschrieben. Create. So. Und dann setzt ihr einfach da drauf. So. Mehr müsst ihr schon gar nicht mehr machen. Jetzt kommt hier ein Link. Click to open create page. So, also wir klicken da einfach drauf. Jupp, ich will das öffnen. Dann wartet ihr einen kleinen Moment. Und voilà, ihr müsst jetzt noch einmal autorisieren machen. Und schaut euch an. Jetzt könnt ihr sagen, wo ihr hin wollt. Das sind die Server, wo ich bin, wo ich irgendwas zu sagen habe. Das heißt, wir können hier drauf gehen. Create Event, ihr könnt sogar Umfragen starten. Wenn ihr im Clan irgendwelche Umfragen habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Wir wollen jetzt hier einfach mal ein Event starten. Ganz einfach, wir nennen das Ding Community CW. So, Start Time, da können wir jetzt zum Beispiel den 22.10.21 reinschreiben und schreiben hin 22 Uhr. Das war's. Mehr müsst ihr nicht machen. Jetzt sucht ihr hier einfach noch den Kanal aus, wo ihr das drin haben wollt. Ich will das hier natürlich bei Community CW haben. Durations könnt ihr hinschreiben. 24 Stunden zum Beispiel. Ihr könnt sagen, ich möchte spezielle User haben, die ich anschreibe. Ich möchte spezielle Rollen anschreiben. Also jeden zum Beispiel. Könnt ihr mit sagen, wird dann gleich gemacht. So, dann könnt ihr Description machen. Der erste Community CW auf meinem Server. So,
Das könnt ihr machen. Ihr könnt jetzt hier sogar noch Bilder hinzufügen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt irgendwelche Farben reinmachen. Ihr könnt das kribbelbunt machen. Ihr könnt das rot machen, was weiß ich. Das ist alles gut. Ganz einfach. So. Mehr ist es nicht und dann seid ihr schon fertig. Also, warum macht man das noch mit Listen, die man kopieren muss, reinschreiben muss? Ich sage euch, das ist definitiv das Beste. Hier, den Tag machen wir erstmal weg, weil ich will jetzt hier natürlich nicht jeden taggen. Deswegen Create Community Event. Das war's schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Jetzt gehen wir wieder zurück in Discord und schauen uns einfach mal an, was da rausgekommen ist, wie das aussieht und wie ich dann meine Liste darin weiterführen kann. Wir sind jetzt wieder hier in meinem Discord. Ihr seht's. Und da ist schon der Community-TV. Wann? Freitag, 22. Oktober, 22 Uhr geht das los. Ist sehr interessant. In 15 Tagen ist sogar super. Und jetzt müsst ihr einfach vorne auf den Haken drücken. Das heißt, Clash Goron ist dabei. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Und wenn jetzt noch 25 weitere oder 50 weitere da einfach den Haken setzen, wie das gleich aussieht, das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Aber so könnt ihr es ganz, ganz einfach eure Community-TVs organisieren. Ihr könnt die da reinschreiben lassen. Die, die die Rechte haben, können sogar dann noch hier draufklicken und können dann hier zum Beispiel sagen, ich will noch hier was ändern. Das heißt, ich mache wieder Jupp. Und dann kann ich hier wieder draufgehen, kann auch irgendwas ändern, kann zum Beispiel schreiben, dass ich nicht am 22. das Ding machen will. Nein, ich möchte es lieber am 20.10. machen zum Beispiel. Und dann gehe ich einfach unten auf Edit Event, sag fertig, bin zurück und habe alles schon wieder geändert. Und wenn ich jetzt sogar noch da gesagt habe, ich mache mit, ihr seht das hier, in der Mitte, kann ich hier sagen, auf den Wecker klicken, dann dauert das einen kleinen Moment und dann kann ich sagen, ich will erinnert werden, eine Stunde davor, ich will erinnert werden, 10 Minuten davor und ich will erinnert werden, wenn das Event startet. Wenn ihr zum Beispiel 5 gegen 5 Turniere habt oder sowas und immer wieder jeden Tag ein unterschiedliches habt, könnt ihr genauso eure Organisation machen und dann seht ihr es ganz einfach, dann geht man hier einfach rein, Community CW, wie ihr seid, ihr seht, ganz, ganz easy. Jetzt gehen wir mal auf einem anderen Server. Moment. Hier zum Beispiel. Hier ist auch so eins. Und dann seht ihr, wunderbar. Hier sind jetzt ein paar Namen ausgeblendet. Das kommt wieder, da braucht ihr keine Angst. Aber ihr seht es hier, 24 Mann machen schon mit. Da stehen die Namen untereinander. Und genauso muss das sein und genauso muss das laufen. Ich sag euch, ihr spart euch viel Arbeit, viel Aufwand. Wenn ihr das einfach so macht, nehmt Sesh. Ich verdiene auch kein Geld dran oder sonst irgendwas. Ist einfach ein geiler Bot. Nehmt ihn, nutzt ihn. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich helfe euch gerne beim Einrichten beim ersten Mal. Das dauert wirklich nicht lange. Es steht alles drin. Das ist wirklich der Hit. Ich sag's euch. Benutzt es so. Wenn nicht, auch gut. Ich kann euch nur helfen. Ich kann es euch nur vorschlagen. Also das soll es gewesen sein hier von dem Video. Ihr seht die nächsten Videos dann kommen. Morgen, übermorgen, was weiß ich wann. Ich bin auch ab und zu. Das sicherlich mal live. Ein Abo wäre geil, ein Like wäre geil, falls es euch geholfen hat. Falls nicht, wäre ein Like trotzdem geil. Ich bedanke mich für's Zuschauen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal.